Da setze ich jetzt lieber ein bisschen Sand rum. Nicht, weil es cool aussieht, sondern einfach, damit wir da nicht runterfallen, wenn wir hier mal laufen. Wobei die Portion Erde, die wir, Sand, die wir jetzt gerade in den Händen halten, dafür wahrscheinlich nicht so ganz reichen wird. Doch, stimmt. Hey, ich habe doch viel mehr Erde gerade in der Hand. Toll. Wieso bin ich gerade so unaufmerksam? Weil ich wahrscheinlich viel zu müde bin. Aber egal, jetzt wird nicht gejammert, sondern gebaut. Aber nicht so. So. Nein. Ja, dahin. Dahin und dahin. So, und da kommt jetzt nochmal Erde. Erde, yeah! Und auf die schöne Erde kommen jetzt hier Setzlinge, die ich gerade hier hinpacken wollte, es aber nicht getan habe. So, 1, 2, 3, damit kommen wir an. Daneben wollte ich nicht erwischen. Hab's doch getan. Ja, oder nein, oder doch, oder ich denke schon. Es werden Sandstein-Halbstufen. Und warum ich gerade Sandstein-Halbstufen erwähne, ist einfach das Wasser. Ich will da nicht immer reinfallen. Ich möchte auch was drüber machen. Wir hätten die Option zwischen Sandstein-Halbstufen und nochmal in den Sumpf reinrennen, um dort entsprechend Seerosenblätter zu holen. Aber ich glaube, hier in der Wüste pflanze ich jetzt keine Seerosenblätter, sondern mach lieber aus dem Sandstein und aus den Kartoffeln mache ich jetzt mal Ofenkartoffeln oder so. Nein, mache ich gerade nicht. Wir haben noch was anderes zu essen. Apfel haben wir auf jeden Fall schon mal zu essen und wir haben noch teures Brot getauscht. Das teure Brot müssen wir jetzt natürlich erstmal verfuttern. So, denn es war ja schließlich teuer und ne, wir wollen ja nichts bereuen. Und wenn ich jetzt gerade einmal hier bin, fällt mir gerade ein, dann mache ich doch direkt mal hier so, zack, eine Schere, falls wir nochmal in den Sumpf rennen. Nein. Stimmt, das war eben das Eisen, was wir rausgeholt haben. Ich war noch gerade da drin wegen den Sandsteinhalbstufen, Mann. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sollte erstmal ein bisschen reichen. Nicht ganz, aber für die ersten paar Beete auf jeden Fall. Da kann man die direkt da drauf setzen. Nein, kann man nicht. Nein! Was habe ich getan? Nichts Schönes. Aber was Nerviges. Und schon wieder. So, damit das eben nicht auf Dauer passiert, machen wir jetzt hier die Sandstein-Halbstufen drüber. Nein, drüber. Das heißt oben, nicht unten. Danke. Und jetzt müssen wir wieder ins Wasser. Mache ich das so Wasser raus, ist doch viel intelligenter, so. Muss ja mal meine Intelligenz beweisen. So, das sieht auf jeden Fall, denke ich, besser aus, als wenn wir jetzt hier überall wirklich mit Seerosenblättern rummatschen. Also wirklich besser nicht, obwohl, mir kommt da gerade eine andere Idee. Hey, das gefällt mir. So, ja. Fällt man da jetzt drauf? Ne, zählt nicht als Fallen, ne? Zählt nicht als Springen, oder? Zählt das als Springen? Nein. Seht ihr, dann ist das doch so viel cooler. Ja. Das heißt, wir brauchen mehr Sandstein. Kriegen wir da nicht Sandstein? Müsste doch eigentlich, oder? So eine Pyramide besteht doch aus Sandstein, oder nicht? Schaut schon mal gut aus. Zombie? Zombie? Hallo Zombie. Ah. Oh, mit Schwert Zombie. Kaputter mit Schwert Zombie. Ja, reiß mal einfach alles ab, ne? Ja. So. Ich weiß, Pyramiden sind toll so in der Nachbarschaft und so, aber ich bin jetzt zu faul, dann andere abzuhauen, also hauen wir jetzt hier so mal schnell runter und so, ne? Und ja.
Ich bin einfach gerade zu faul. Zu buddeln und das alles umzuwandeln, dann nehme ich jetzt hier einfach die Pyramide auseinander und das geht schneller. Aber nicht mit der. Stopp, das reicht doch, glaube ich. Jetzt habe ich die Diamantspitzhacke doch wieder verschwendet, mehr oder weniger. Wobei ich ja gesagt habe, ich nehme da nicht so viel Rücksicht drauf. Denn wir werden auf Dauer mit Sicherheit noch mehr Diamanten finden, wenn wir auch jetzt hier keine irgendwo direkt gefunden haben beim Dorf, so, also in so einer Truhe quasi. In einer Schmiede oder so. Aber das macht ja nichts. Denn wir haben zu Hause, haben wir ja auch noch ein paar Diamanten und wenn wir uns irgendwann mal irgendwo wieder runterbuddeln oder in eine Mine kommen oder so, die tief genug ist, dann werden wir mit Sicherheit wieder Diamanten finden. Also ist das jetzt nicht so tragisch, wenn wir dann mal ein wenig verschwenderisch hier und da sind. So. Das ist wahrscheinlich gerade auch die Hälfte runtergefallen. Ah, oh, ich habe mir den Fuß gebrochen. Oh. Oder so ähnlich. So, wird mal schon wieder dunkel. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Sandstein. Daraus können wir jetzt mal wieder Sandstein-Halbsteine-Stufen machen. So. Sandstein, sehr schön. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir doch ein paar mehr. So, machen wir erstmal so viele. Scheine, so kombinieren, so, ach komm, dann nehmen wir die noch drauf, fertig, machen wir es so, ist einfacher. So, damit dürfen wir jetzt auch ein bisschen, ist es Nacht, nein, warum kommt ihr hier rein, ist es noch nicht Nacht, Gruppen kuscheln gibt es erst nach 8. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gleich schon nach 8, also so, hier quasi, ich könnte auch mal eine Uhr machen. Müsste nachgucken, wie es geht, aber ich könnte sie machen. Bestimmt. Ob wir sie brauchen, weiß ich nicht. Aber machbar wäre sie. Erstmal wieder schlafen. So. Wieder ein Tag erfolgreich überstanden. Und wir können hier weitermachen. So. Zack, zack, zack. Nein. Richtig. Raus. Raus. Weg. So. So. Daran anschließen. Ja. So. Okay, ob die 64 reichen, bezweifle ich gerade schon wieder. Ich hasse das. Ich hasse das. Denn wir brauchen doch einiges. Da sollte man sich doch nicht so verschätzen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Gefällt mir persönlich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie immer so halt, ne? Denn ich hab's ganz gerne, wenn ich mit euch so ein bisschen in Kontakt stehen kann. Damit ich halt auch weiß, was euch gefällt. Das hat der ein oder andere schon gemerkt, wenn wir mal dann auch per Nachricht geschrieben haben. Weil ich schon... Reden und bauen geht gerade nicht, wollte ich sagen, und hau dabei schon wieder was weg. Es war jetzt einfach zur Demonstration, dass es nicht klappt. Ne? So, ne? So quasi, oder auch nicht. Wir verschwenden. Ich bin schon ein verschwenderischer Kerl manchmal. Aber egal. Ach, ich kriege ja, glaube ich, immer eine Gemischte. Ich glaube, da ist Saft drauf auf dem Ding, was mich hier so ärgert hat. Oh. So, eine Niederspannung oder so. So. Da muss das Kabel weichen. Also ich war hier gerade am Fluchen über ein Kabel, das hier an meinem Arm lag. Und wo ich das Gefühl hatte, dass da die ganze Zeit mich irgendwas piekst. Ich denke einfach mal, dass da gerade ein bisschen Saft drauf war im Sinne von Elektrizität.
und ich dadurch die ganze Zeit da so einen kleinen Stoß bekommen habe, der eben sich für mich anfühlte, als wenn das eine kleine Nadel oder ähnliches gewesen wäre. Sollte man auf jeden Fall auch nicht unbedingt nachmachen, denke ich. So. Ich pflaster hier gerade alles mit Sandstein zu, was eigentlich nicht so intelligent ist. Sand würde sich besser eignen, aber Sandstein kann man zum Beispiel auch wieder abbauen. Jedenfalls haben wir dann jetzt hier so ein kleines zum Runterlaufen, wunderbar. Und hier können wir mal wieder ein bisschen Getreide einsammeln. Und das können wir immer brauchen. Ach, wie schön das jetzt ist. Jetzt kann man immer hier so durchhüpfen. Hüpf, Bunny, hüpf, Bunny, hüpf, Bunny, hüpf. Wir können dann hier hoch und dann müssen wir dann auch noch so Sandstein-Halbstufen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kommt genau aus. Aber wir brauchen noch mehr. Pyramide. Schwing, schwing. Witch, witch, witch. Hier können wir ruhig gerade nach oben bauen, denn hier drüber ist mit Sicherheit keine Lava. Das hätten wir vorher schon gesehen. Und von daher einfach oben hochbauen und gut. Ansonsten lieber immer erstmal nachgucken, wenn man irgendwo im Fels ist, ob da nicht eventuell Lava wäre. Wobei es beim Hochbauen eigentlich auch noch geht, wenn man nicht zu schnell vorgeht. Da Lava ja durch Steine durchtropft. Sollte man allerdings relativ flott bauen, sollte man dann auch aufpassen. Sonst kann das auch ins Auge gehen, beziehungsweise auch in den ganzen Körper. Das ist nicht so schön. So. Alles einsammeln. So. Hoch. Hoch. Hier auch einsammeln. Gut. Je mehr, desto besser. Dann können wir auch direkt mal die Wolle mit abbauen. Wobei die Wolle, die können wir eigentlich ja, mit Sandstein abbauen. Macht denselben Effekt. Den Sandstein mit Sandstein ist aber blöd. So, ich glaube, ich war gerade schon wieder ein bisschen leiser von der Stimme. Ich muss mich mal dran gewöhnen, wieder ein bisschen mehr reinzuschreien ins Mikrofon. Aber ich hoffe, ihr könnt jetzt heute auch mal so ein bisschen das Auge zudrücken. Was heißt heute? Für euch ist ja schon morgen, übermorgen oder wahrscheinlich sogar schon 5 Tage vergangen seit dieser Aufnahme. Jedenfalls ist das seit langer Zeit wieder die erste Aufnahme, die ich mache, und ich muss mich jetzt einfach mal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich lauter sprechen sollte. Ich kann zwar auch das Ganze noch später bearbeiten, aber sollte ja irgendwo eine gewisse Gleichmäßigkeit da sein, und eben habe ich, glaube ich, auch lauter gesprochen, von daher muss ich da jetzt mal durch. Mal meine innere Kraft rauslassen. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal wieder genug Sandstein gleich und ein bisschen Wolle haben wir auch. Dann können wir zumindest die Felder schon mal soweit fertig machen. Und dann entsprechend auch Häuschen anfangen, denn mehr Häuschen, mehr Türen, mehr Türen. Mehr Einwohner, Eisengolem, Eisengolem schützen. Und ja, Eisengolem könnte man auch kaputt machen eventuell, um dann ein bisschen Eisen zu bekommen. Da muss ich dann mal ausprobieren, wie das ist, ob dann direkt ein neues nachspawnt, das weiß ich nicht genau, oder ob es dauert oder nicht, wie auch immer. Werden wir dann in einer quasi Fallstudie einfach testen. So. Jetzt hüpfen wir hier wieder hoch, haben den Sandstein und werden uns mal wieder Richtung Zuhause bewegen, um entsprechend Stufen zu bauen. Zack, zack, lass mich rein. Sag mal, Kamerad, meine Wohnung. Achso, du willst unbedingt den Fisch, den ich nicht habe. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Glas. Türen brauchen wir auf jeden Fall noch. Türen werden aus Holz gemacht. So, eine Tür. Die Türen jetzt direkt so auf Vollpower ist auch blödsinnig. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Sandstein-Halbstufen. Ich mache jetzt ruhig mal ein paar mehr. Die können wir bestimmt noch irgendwo brauchen, wenn wir sie auch nicht direkt gerade für die
Felder brauchen, wir haben ja noch Dächer für die Wohnung zu machen und so weiter und so fort.